Das ist die elektrische Luftpumpe aus dem Aldi für 35 Euro. Die hatte ich ja bereits getestet. Leider war sie defekt. Der Hersteller hat mir allerdings kostenlos eine neue zugeschickt. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob die funktioniert. Ja, wie gerade schon gesagt, hat der Hersteller mir kostenlos eine neue zugeschickt. Und ich möchte die jetzt mal testen. Ich habe die noch gar nicht ausgepackt. So, letztes Mal war das Problem, dass die Pumpe gepumpt hat, ohne dass sie gemessen hat, welchen Druck sie bereits im Reifen hat. Und deswegen hat sie gepumpt ohne Ende. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob sie zumindest den Reifendruck korrekt messen kann. Im Reifen müssten circa 2 Bar sein. Wollen wir mal schauen. So, die hat jetzt den Druck im Reifen gemessen. 1,8 Bar, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht erkennen. Die LED ist ziemlich schwach. Jetzt sage ich, sie soll mal auf 2 Bar auffüllen. Ja, das hat wunderbar gepasst. Sie hat gestoppt. Das hatte die erste ja nicht gemacht. Da war die Druckmessung scheinbar defekt. Die hat einfach gepumpt ohne Ende. Wahrscheinlich wäre irgendwann der Reifen geplatzt, wenn ich nicht gestoppt hätte. Natürlich möchte ich jetzt mal probieren, wie lange die Pumpe braucht, um den Reifen aufzupumpen im Vergleich zu den anderen beiden Pumpen, die ich schon getestet habe. Dazu lasse ich jetzt mal die Luft raus. So, ich habe hier für französische Ventile so ein kleines Tool. Da kann man das Ventil mit rausschrauben und dann geht die Luft im Nu raus. So, das ging schnell. Jetzt wollen wir mal schauen, wie lange die Pumpe braucht, um den Reifen wieder fahrbereit zu machen. Was mir bei der Handhabung der Pumpe aufgefallen ist, bevor ich die jetzt anschließe, in dem ersten Video musste ich die Knöpfe, damit überhaupt irgendwas passiert, Modi ändern etc., musste ich meistens die Knöpfe mindestens eine Sekunde gedrückt halten. Wenn ich jetzt von 2 Bar auf 3 Bar gehen wollte, musste ich quasi jedes Mal, um 0,1 hochzustellen, den Plusknopf eine Sekunde festhalten. Das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt kann ich hier ruckzuck hoch und runter stellen. Ich kann die Modi sehr schnell umstellen. Das funktioniert jetzt wirklich sehr gut. Jetzt habe ich hier Fahrrad und Bar. Allerdings in diesem Sonnenlicht ist das schwer ablesbar. Jetzt wollen wir mal schauen, wie lange die Pumpe braucht, um den Plattenreifen aufzupumpen. Ist geworden. Jetzt können wir die ausschalten. Also die funktioniert jetzt auf jeden Fall im Vergleich zu der ersten. Ja, Zubehör sind hier noch ein paar Adapter für Bälle und Luftmatratzen. Ein USB-Kabel ist dabei und eine Tasche. Vom Packmaß her finde ich die Pumpe wirklich klasse, weil die ja wirklich für, die ist ja für einen Rucksack quasi gemacht. Die schreit ja förmlich, dass sie in den Rucksack will, weil die wirklich von dieses viereckige Packmaß, ich finde das total klasse, die werde ich auf jeden Fall behalten. Weil die so schön kompakt ist. Es kommt ja manchmal vor, dass man vergisst, seine Gerätschaften, die man so mit sich führt, zu laden. Und dass man dann eventuell
unterwegs zum Beispiel laden und aufpumpen gleichzeitig möchte von einer Powerbank oder so. Das funktioniert leider nicht. Bei der Zyk Plus geht das. Da kann man eine externe Stromquelle anschließen und die pumpt. Das macht die leider nicht. Also da hat die Zyk Plus immer noch einen kleinen Vorteil. Wegen der Geschwindigkeit, ja, ich habe das Gefühl, dass sie jetzt auch ein bisschen langsamer war und sich ein bisschen gequält hat. Aber gut, in der Not, sage ich mal, pumpt sie einem den Reifen auf. Also, der Hersteller hat mir eine neue Pumpe geschickt, die funktioniert. Die kostet im Aldi 35 Euro. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Vielleicht macht ihr ja sogar ein Kanal-Abo. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fahrradfahren. Immer Helm auf. Tschüss, bis zum nächsten Mal.